Werdet Zauberer und wagt euch in den gruseligen Geisterwald. So, wir kommen zurück zu Mario Party 2. Weiter geht's auf ins Horrorland. Oder Horrorland auch genannt. Wer darf denn hier antreten? Das ist jetzt so die Frage. Ich weiß schon, wen ich nehmen werde. Ich nehme einmal Luigi. Spiele ich. Als Gegner nehmen wir mal Wario dazu. Donkey Kong und Mario. Alle wieder auf normal. Dann kann es schon losgehen. Mit 20 Runden ins Horrorland. Okay. Auf geht's! Ja, tot auf dem Besen am Fliegen hier. Nice. Es ist schön hier. Oh, es ist gruselig hier. Zu viele Geister. Ob wir Geister treffen werden, das werden wir dann nachher herausfinden. Ah, es wird schon jetzt schon spannend werden. Es wird einfach geil hier. Horrorland mag ich. Einer der Lieblingsmap von Mario Party 2. Willkommen in einer Welt des Horrors. Willkommen zum Horrorland-Projekt. Hexenhäuser säumen die Pfade durch diesen gespenstischen Wald. Und nach Einbruch der Dunkelheit erscheinen Geister. Lasst euch nicht beirren und bahnt euch einen Weg aus diesem dunklen Wald. Eure wichtigste Aufgabe ist es dabei. Bowser, den Zauberer, zu besiegen, der hier sein Unwesen ist. Besiegt ihn und werdet die Superhelden im Horror. Bevor wir beginnen, müssen wir noch die Stadtreihenfolge ermitteln. Okay, sorry, dass ich solche Schmecker drin hatte. Ich bin tot. Und ich darf anfangen, cool. Ah, zweiter ist Wario, gefolgt von Donkey Kong und Mario. Und darf als letztes würfeln. Mal schauen, ob das jetzt gut ist, ob wir, dass wir als erstes würfeln dürfen. Erster Stern ist direkt hier am Start. Das heißt, wir laufen einfach mal ein paar Mal in die Runde. Wir wollen noch einmal laufen gleich. Oder gar nicht so viel große Zahlen machen. Mehrspiel gewinnen und dann sollten wir genug Münzen haben. Ach, diese Musik schon. Legendär. Eure Meinung zu Horrorland hier in den Kommentaren. Ach, eine Bank ist ja auch noch hier. Oh nee. Das heißt, am besten gleich mal eine kleine Zahl machen. Oder wir kriegen ein Spiel, wo wir 12 Münzen kriegen. Wäre nice. Und hätten auf der Bank landen müssen. Dann hätte es auch ausreichen können. Genau, die anderen waren beide schon mal richtig. Ja, alle 1 und 2. Das ist gut. Puzzle fix das erste Ding ich bekomme. Ne, Panzerschlag. Oh, hatten wir noch gar nicht. Nice. Also ein einfaches Ding jetzt hier noch. Wer ist erster Platz? Alle, ne? Außer Luigi. Der scheiß Wario, der killt mich. Sein Ernst? Das können wir nur noch drauf hoffen, dass es noch schnell vorbeigeht. Komm, Donkey Kong, einfach drauf. Ne, Wario, einfach drauf. Du hast noch zwei Treffer übrig. Okay, Wario will einfach nicht gewinnen. Hat den Moment abgepasst. Das heißt noch nichts, Wario. 23, du musst wieso noch 5 Münzen abgeben, aber dann kriegt er wieder wahrscheinlich ein paar Münzen. Das wird spannend. Jetzt brauche ich einfach ein Minispiel gewinnen und dann habe ich wahrscheinlich sicher den Stern. Oh, er hat jetzt schon. Na, er hat keine Münzen mehr. Und er steht ein Feld davor. Das heißt, wenn wir nicht gewinnen. Nein, wenn wir gewinnen, müssen wir. Ne, 3 machen.
Und das wird dann spannend, ob wir das schaffen. Ja, nächste Runde ist es schon nachts. Minuten schon drin. Und jetzt Mario läuft da auch noch lang. Nein, er gönnt sich erstmal die Bank. Gewinnen ist erstmal die halbe Miete. Kipplige Rahmen. Mit 3 und höher ist die zweite halbe Miete. Kaunuchi, enttäuscht mich nicht. Wario ist aber auch schon wieder ziemlich weit vorne. Und hier First Try, oh schade. Sehr schön. Juhu! Die Stunde der Wahrheit. Es ist nachts geworden. Oh, jetzt 3 reicht vollkommen. Nein, will ich nicht. Und so war das erste Mal auf Fragesession. Cool. Fängt schon mal gut an. Zwar, jetzt müssen wir einmal komplett rumlaufen. Ja, ihr juckt uns nicht. Zack, Fragezeichen drauf landen, ändert sich Nacht zu Tag, beziehungsweise Tag zu Nacht. Ja, das ist gut. Komplett 24 Stunden, zack, in 5 Sekunden. Mario kann vorauslaufen, aber mit H3 wird es nicht so. Oh, schon mit Geister machen. Okay, Bob, Abfahrt. Donkey Kong, komm! Oh. Vorne weg jetzt hier. Ja. Die kommen, die kommen. Ausgebremst, sehr schön. Wieso sind die schneller? Hallo. Einfach mal so 1,5 Minute dauert dieses Minispiel. Links, links, links. Sehr schön. Jetzt rechts. Wir halten uns links, halten uns links. Wir halten uns links. Nimm das mit da. Okay, kein Rekord. Ist einfach kein Fehler machen, dann schaffen wir es. Oh mein Gott! Ich dachte, wir landen noch drauf. Das wäre jetzt noch was. Wir sind abgetaucht. Was für ein Grinsen Wario hat. Ich führe mit 1 Stern und 1 Münze. Geil. Ja, so komme ich jetzt aber nicht vorwärts, wirklich. Hm? Stimmt, das kann man ja auch noch so machen.
spart man sich ein Stück des Spielbretts. Wario, Donkey Kong, nimm den klassischen Weg. Wenn ich genug Münzen hätte, würde ich auch lang gehen. Jetzt, ach, schlagen wir Donkey Kong. Kostenlos mit Laufen. Irgendein Gelächter. Ja. Hexagon, komm. Totenstampfer. Hatten wir auch schon so oft. Kein Fehler, Mann. Sonst ist es Wario-Air. Nein! Oh mein Gott! Aber noch gerettet! Schön, Luigi! Ich hoffe, du hast keine Angst vor Geister. Okay, drei kommen wir wirklich nicht voran. Schade. Und warum bist du da lang her, wenn du nicht mit dem warten willst? Mysteriös. Von Wario. Achso, da kann man es wieder Nacht machen, ja? Stimmt. Aber man braucht genug Münzen. Immer Mario, ja. Genau, war so klar. Wie wir es können. Einfach mal so einen Stern kostenlos. Gleich kauft er sich den nächsten noch. Allmann von Bord. Nee, möchte ich nicht. Ah, rechts. Nein, kletter! Nicht so hoch sein. Jetzt zieh! Ist Wario ertrunken? Okay, Luigi, jetzt komm, let's go. Vier. Etwas voran. Pilz, Skelettschlüssel, Raubtruhe, Goldpilz. Goldpilz ist schon eine nice Sache. Komm mal gut voran. Und dann habe ich keine Münzen. Erstmal ein Pilz. Fährt denn der Gegner oben? Erfahren wir dann in der nächsten Runde. Erstmal Minispiel. Mal schauen, was das nochmal war. Ach, den richtigen Sarg erraten. Wählen. Es sind eigentlich immer ziemlich gute Items drin. Aha, dann nimm bestimmt Handschuh. Ja, doch Glocke. Oder doch was anderes. Bombe. Nur weil er selbst nicht in der Nähe ist. Das heißt, wir verlieren jetzt sogar gleich unsere Münzen. Dankeschön. Jo, gönn dir.
Wir müssen jetzt hier so rechts, dass er sich den nächsten recht kaufen kann. Oh. Da müssen wir da lang. Problem ist, es wird gleich Nacht, glaube ich, oder? Dann glaube ich, dann können wir da nicht lang. Ja, es wird. Ist gleich Nacht. Mist. Oder so ist natürlich besser. Aber dann ist es erst gleich die halbe Nacht vorbei. Und dann wird es Tag. Bauer weg, so ist dabei. Der sie jetzt da oben Glück hat. Das stimmt. War ja eben erst mal unten. Jetzt ist er ja hochgegangen wegen den Stern tauschen. All deine Münzen. Wir haben gerade noch Pech. Oder Glück? Oh, das reicht aus. Krass gemacht von Donkey Kong. Er wusste, dass Mario sich den Schlenkel kaufen wird. Holt die Bombe und Bowser wird also hohe Zahlen. Hohe Kost, let's go. Auf Eis. Donkey Kong weg. Mario weg. Oh, noch nicht. Da eben. Oh, Luigi weg. Bleib stehen einfach, mein Güte. Okay, nice. 10 Münzen mehr zurück. Eine Runde machen wir noch, ne? Ja, genau. Ah, hab ich ein bisschen Glück sogar. Ich glaube, da steht der Stein davor. Sehen wir jetzt. Ne, da ist der Weg ist sogar frei. Mist. Hätte ich das gewusst, hätte mal schauen müssen erstmal. Hätte ich den Peter gesetzt. Revolution. Yes. Die restlichen, die nicht verteilt werden konnten, auf 4 Personen bekomme ich Bowser. Das heißt jetzt erstmal, dass ich das nächste Minispiel auf jeden Fall gewinnen muss. Und dann eventuell eine kleine Zahl, dass ich dann nicht wieder in den Stern komme. Ob Bombenangriff gegen. Gegen wen? Ach, Wario. Den Bomben will jetzt weg. Kann er schwimmen gehen? Start! Ey, Luigi, wieso so schwach? Dein Ernst? Wario weiß gar nicht genau, dass ich nach links nicht hinkomme. War das meine? Zeichne deiner aus. Gut. Immerhin Minispiel schon ein paar gewonnen. Ob es dann am Ende reicht. Für den Sieg und wie weit wir da noch kommen werden, das geht's dann in der nächsten Folge zu erfahren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Sag nur noch, ich bin Basti. Bleib fit und schön und ciao.